Luis, du weißt, was ein Referendar ist oder eine Referendarin, lieber Luis? Ich glaube, der bewertet Lehrer. Der Referendar bewertet Lehrer. Ja, genau so ist es. Ja, der Referendar. Im Grunde hast du recht, Luis. Ja, klar, natürlich. Hast du das so, der guckt im Grunde dann die anderen Lehrer an, weil er hinten hospitiert. Und dann wurdest du schon mal, du wurdest mit Sicherheit schon mal von einem Referendar unterrichtet, Luis, oder? Du mit sich, Luis, du, bestimmt, ich schwör's dir. Du hast es vielleicht, Luis, du erkennst es immer daran, wenn der Unterricht richtig gut vorbereitet ist. Ja, wenn der, oh, was ist hier los? Ja, dann ist ein Referendar, ja, dann ist der Carlos. Oder? Das ist, wenn du dich wunderst, Luis, ja, boah, der ist ja pünktlich. Referendar. Verstehst du, wenn der Unterricht richtig Spaß macht, wenn alles Sinn macht, Referendar. Wenn du dich wunderst, wenn du das Tafelbild lesen kannst, Luis, Referendar. Ja? Wenn du am Ende der Stunde nach deinem Feedback gefragt wirst, Luis, was normalerweise kein Schwein interessiert, dann ist ein Referendar oder eine Referendarin, dann erkennst du es, spätestens dann. Aha. Dann ja, wenn es was zum Spielen gibt, Schokolade, dann ist ein Referendar. Wenn bei Kafkas Verwandlung, ist nicht schlimm, wenn bei Kafkas Verwandlung der Lehrer als Käfer in den Unterricht reinkommt, dann ist ein Referendar.